WDR 2 Stichtag. 2013 demonstrieren Hunderttausende Menschen auf den Straßen von Bangladesch. Wir wollten eine echte Demokratie in Bangladesch. Es war eine riesige Bewegung in der bengalischen Bevölkerung. So der bengalische Blogger Mahmudul Haq Munshi, einer der führenden Köpfe der damals gegründeten säkularen Shabak-Bewegung. Bei beiden Konfliktparteien, die 2013 in Bangladesch aufeinanderprallen, der säkularen und der islamistischen, hat sich die Wut über Jahrzehnte aufgestaut. 1947 erhält Britisch-Indien seine Unabhängigkeit. Gleichzeitig wird das Land aufgrund religiöser Unruhen gespalten in ein mehrheitlich von Hindus bewohntes Gebiet, das heutige Indien, und ein mehrheitlich von Muslimen bewohntes Gebiet, Pakistan. Letzteres besteht aus zwei Teilen, Westpakistan und Ostpakistan, das heutige Bangladesch. Beide Teile haben keine geografische Verbindung und außerdem trennen sie unterschiedliche Sprachen und Kulturen. Die Menschen in Ostpakistan fühlen sich mit der künstlichen Allianz zunehmend unwohl. Pakistan wollte uns in der Kultur, in der Sprache, einfach in jeder Hinsicht dominieren. Bei Wahlen im Dezember 1970 gewinnt die ostpakistanische Awami-Liga unter Sheikh Mujibur Rahman die Mehrheit im Parlament. Doch das dominante Westpakistan wehrt sich gegen die Regierungsbildung und marschiert in Ostpakistan ein. Rahman reagiert auf den Einmarsch und lässt am 26. März 1971 per Radio überall im Land die Unabhängigkeit Ostpakistans verkünden, das nun Bangladesch heißen soll, Land der Bengalen. Was folgt, ist ein blutiger Bürgerkrieg. Hunderttausende bengalische Frauen werden vergewaltigt und bis zu 3 Millionen Menschen getötet. Nach 9 Monaten greift Indien militärisch ein und entscheidet den Konflikt zugunsten von Bangladesch. Unter Mujibur Rahman bekommt das Land eine säkulare Verfassung, auch um sich vom viel strenger islamischen Pakistan abzusetzen. Unsere Verfassung besagte, dass es keine religiöse Politik geben darf. Denn 1971 hatten die religiösen Führer mit der pakistanischen Armee kollaboriert. Doch schon wenige Jahre später übernehmen in Bangladesch islamfreundlichere Parteien das Ruder und auch ehemalige religiöse Kollaborateure und Kriegsverbrecher können sich in der Politik etablieren. In den 2000er Jahren wird das Land von seiner Vergangenheit eingeholt. Wir jungen Leute wollten, dass unser Land sich von diesen Verbrechen befreit. Wir wollten, dass diese Leute zur Rechenschaft gezogen werden. Als 2013 der Politiker einer islamistischen Partei wegen seiner Kriegsverbrechen verurteilt wird, eskaliert die Situation. Während die islamistischen Kräfte im Land sich für das Opfer einer politischen Hexenjagd halten, findet die säkulare Shabak-Bewegung die Strafen für die Kriegsverbrecher zu mild. Mit vielen ihrer Forderungen kann sich die Bewegung durchsetzen, auch mit dem Ausschluss der größten islamistischen Partei des Landes von Parlamentswahlen. Doch die Islamisten rächen sich. Sie haben 6 meiner Freunde getötet und viele meiner Anhänger. Um sein Leben zu retten, muss Mahmudul Haq Munshi ins Ausland fliehen. Was die Vergangenheitsbewältigung seines Landes und den momentan geschwächten Einfluss der Islamisten in Bangladesch betrifft, ist er skeptisch. Diese Leute sind immer noch da, so wie es in Deutschland noch immer Anhänger der Nazis gibt. Sie warten darauf, dass sie wieder an die Macht kommen. Sie verstecken sich und warten. Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.